Vormittag. In den Wagen rein. Jo, so geht's auch. Gut. Scheiße. Komm hier nicht raus. Nein, scheiße. Ich hab's geschafft. Scheiße. Ach scheiße. Safe.com. Nein, der hat er mich umgebracht noch. Oh Mann. 7. Fahr doch. Mann, hast du Glück.
lieber an. Ja. War ein hartes Stück Arbeit. Aber jetzt haben wir Morello da, wo wir ihn haben wollen. Jetzt bleibt nur noch eines. Wir erledigen ihn. In seinen Teilen der Stadt sind Diebstahl, Raub, Erpressung, illegale Lotterien, Glücksspiel und Prostitution an der Tagesordnung. Aber was ist das größte Problem? Drogen? Blödsinn. Das Problem ist, dass wir dafür nicht einen Cent kriegen. Das wird sich ändern, sobald wir Morello los sind. Seine Organisation fällt in sich zusammen. Und alle die kleinen Gauner, Diebe und Kriminellen bringen sich gegenseitig um, wenn niemand für Ordnung sorgt. Wo dran hat's gelegen? Wir den Bastard ein für alle. Ich bin da Auto reingemacht. Pauli hat einen Plan vorgelegt. Nee. Ganz genau. Meine Informanten sagen, dass wir heute eine Chance haben, den Typen zu erwischen. Morello ist gut bewacht und er zeigt sich fast nie in der Öffentlichkeit. Er fährt immer in einer kugelsicheren Limousine, abgeschottet wie eine Miesenbusche. Aber heute kommt er raus. Er geht ins Theater, um sich ein wenig unter die Crème de la Crème von Lost Heaven zu wischen. Wir werden dort sein und ihm auch eine Show bieten. Ist das nicht ziemlich riskant? Es ist riskant, aber unsere einzige Möglichkeit ist, vor aller Augen umzulegen und so unsere Macht zu zeigen. Es läuft so. Wartet vor dem Gebäude, bis die Show vorbei ist. Lass mich wenigstens mal eine Zigarette raus. Ja? Also gibt es jede Menge Durcheinander. Morello versucht sich den Weg da rauszubahnen. Seine Gorillas haben keine Chance, uns zu entdecken, bevor wir ihn erwischen. Achtet darauf, dass ihr keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Also nicht schießen. Als er wieder so biegt, wenn ihr ihn seht. Ich hoffe, ich erkenne ihn überhaupt noch. Sollte dir nicht schwerfallen. Morello liebt es, weiße Anzüge zu tragen. So etwas tragen heutzutage nicht mehr viele. Jeder von euch bekommt eine Thompson oder Lupara von Vincenzo. Wartet vor dem Theater auf Central Island, bis Morello herauskommt. Dann an die Arbeit. Die Aufführung endet um 9 Uhr. Sorgt dafür, dass ihr pünktlich seid. Ich weiß, welchen Wagen ich nehme. Es sollte kein Problem sein. Also kommt nicht ohne seinen Kopf zurück. Okay, Boss. Jetzt an die Arbeit. Morello töten. Das war gerade nur so Sohn. Theater. Hä? War zum Theater? Mhm. Ich bin gerade verwirrt.
Erstmal Waffen holen. Braucht sie draußen das meine. Wo lässt du? Ach! Hallo Vincenzo! Heute brauchen wir ein ganz schweres Geschütz. Wir pusten nämlich heute Morello rum. Na, wie wär's denn mit 600 Schuss pro Minute aus einer guten alten Thompson? Ah, das kriegst du mit Thompson. 600 Schuss pro Minute. Für diesen Job könnten wir aber auch traditionellere Methoden anwenden und eine typisch sizilianische Waffe. Das sind keine 600. Das sind keine 600 Schuss pro Minute. Du kriegst die abgewickte Schrotflinte. Naja. Das ist immer. Anfang der Mission ist immer Waffen holen und zum Wolf. Da oben ist er. Guck mal, wie viele Kerren du mittlerweile hast, ne? Alles deine Kerren. Was brauchst du? Schließen. Den brauche ich noch. Nein, die hast du alle. Den Grau brauche ich noch. Nein, die hast du. Das ist der. Geh, spreche nochmal an. Was brauchst du? Wieso hast du die gleiche Kerre? Nee, doch nicht. Ich weiß, welchen ich nehme. Ja, du kannst ja einen ausruhen auf jeden Fall. Du weißt welchen, ne? Ja. Beste. Siehst du, links ist die Donskarre, ey. Ups! Oder soll ich den nehmen? Ne. Scheiß Schrotflinte, ich schieße immer zwei Schuss, ne? Und dann musst du nachladen. Creme de la Creme. Wo wird zum Theater fahren? Wo ist denn das Theater? Da. Central Island. Okay. Rechts. Ich weiß wo. Rechts jetzt. Jetzt links. Ups. Bringen sie vorher schon um. Jetzt. Jetzt zurück. Also ganz nach hinten. Jetzt rechts. Ja, du hast jetzt da 6, 6 und 4 Energieverbrauch. Lebensenergie. Bring einen Umfang. 12 plus 4, 16 hast du jetzt schon. Bring einen Umfang. Links, ja. Ja, links, ja. Okay. Bringst du schon vorher? Direkt.
Du sollst ihn verfolgen. Nur verfolgen. Und töte. Nein, er stand nur verfolgen. Du siehst bei dem Limousine, ne? Tachometer rausbauen. Du Gas. Das silberne Fahrzeug da, siehst du? Käfer da. Ich möchte gern Käfer. Nur verfolgen. Und töten. Ah. Verfolge und töte Morello. Ja. Wir schießen schon, du musst nur verfolgen. Morello wehrt jetzt von uns beiden die schnellere Kiste. Wir haben die gleiche Kiste. Ah, ah. Jetzt können sie nichts mehr machen. Jetzt musst du den Flugzeug abballern. Da vorne sind sie. Du musst gleich auf diese, wie heißen diese Düsen, oder wie das heißt, musst du gleich schießen. Nur wenn ein Meierpunkt ist. Du legst. Check aus. Komm, Sam, wir legen los. Tom, steig aus und lauf ihn hinterher. Jetzt rennen da hinterher. Vielleicht kriegst du sie ja zu Fuß. Raus. Du musst jetzt rein, geradeaus. Da lang. Ich muss jetzt auf die Kleine jetzt ab. Links, links. Renn zum Flugzeug, nicht schießen. Einfach zum Flugzeug rennen. Der hat doch so zwei Düsen, hat er. Wollen wir das heißen? Propeller. Nicht Propeller, diese Düsen. Den muss auf die Düsen, wenn Rollers denn kommt. Okay, jetzt rennt zum Flugzeug. Steig in ein Auto. Los, Tom, steig ein. Wir schießen sie ab. Mach schon, sie hauen ab. Jetzt einsteigen. Andere Seite. Ja. Jetzt schießt, Thompson, versuch ihn abzuknallen! Jetzt schießt er auf die...
Jetzt haben wir 6 Stunden. Was für Tumpfe? Schieß! Auf diese Düsen da. Diese zwei kleinen Dinger, genau. Das andere jetzt. Wir müssen weiter brennen. Einfach weiter drauf ballern. Komm, oder? Der schützt ab! Sam, schieß! Bastarde! Leg sie um, Sam! Verdammt, Polly! Nee! Wow! Ja! Ja! Wie hast du das Auto repariert? Frag besser Sam! Warum bist du nicht Mechaniker, Sam? Der Job ist mir zu schmutzig. Jetzt musst du zu Luca fahren. Lukas. Ah ne, du musst erstmal nach Saliri. Gehst zu Saliri, aber gehst denn da nicht rein. Fährst nur vor die Hauske. Und dann fährst du zu Luca. Um ein Auto zu klauen. Wie bist du denn drauf gekommen überhaupt? Das ist jetzt die große Frage. Wie bist du da drauf gekommen? Ich bin da nicht rausgekommen, letztes Mal. Komm einfach raus! Raus! Ach, ich will was ausprobieren, stimmt. Du links. Das ist ein Warnturm. Da bist du drauf. Komm mal hier rechts raus. Du musst doch irgendwie raus hier kommen. Wir sind von da gekommen. Rechts ist der Ausgang. Alles klar. Irgendwo links ist der Ausgang. Links. Nee. Ein Stück weiter. Warte doch. Stimmt. Irgendwo links. Ja, da über Gras dann. Na ja, schon eine Leitplanke. Scheiße, irgendwie bist du ja drauf gekommen. Irgendwie sind wir ja drauf gekommen. Nur mal hier direkt rechts. Hier rechts jetzt. Nur dadurch. Da sind sie durchgekommen. Hier rechts jetzt. Ich mach mal Tempomat wieder rein. Du fährst jetzt erstmal zurück. Oh, Moment. Fahre zurück zu Saliris Bar oder schaue bei Lukas vorbei. Glaub mir, der sagt dir, wenn du bei Luca ankommst, Lukas ankommst, der sagt dir dann erstmal, bring die Leute erstmal zu Saliri. Du musst die erstmal absetzen, dann fährst du zu Lukas und dann. Luca, ne? Mein Name ist Luca. Ja, und dann sollst du erst zu Luca, weißt du, dann kannst du Auto klauen, dann ist der Kapitel schon zu Ende. Fahr die erstmal zu Saliri. Ja, fahrst du einmal geradeaus.
Dann fährst du zu Lukas. Klaus das Auto. Machen sich die Betreuer Sorgen, dass die Gabi zu dick ist. Die hat zugenommen, ne? Da war es nur wohl an. Über die Brücke. Weiß ich. Mal raus. Arschloch. Bei mir bringst du keinen mit? Nein, die war für mich. Hast du eine Cola-Wehrplatte? Jetzt die anderen sind schon wieder leer, weißt du? Sixpack trinkst du mal einen Tag. Ah. Und ich darf die Scheiße schleppen. Weiß noch nicht mal, wo du jetzt bist. Ich aber. Bist du geradeaus? Das weiß ich. Da rechts. Bam! Ne, dahin. Sam ist fast tot, ne? Hier rechts. Das weiß ich. Ja. Okay. Mal gucken, ob du den Weg zurück kennst. Die hätten nicht mehr auf der Karte geguckt. Es sind immer die gleichen zwei Rücken. Und die hast du gleich wieder zurückgefahren. Aha. Da war doch so eine weiße, lila, rosane, weiß-rosane Karre. Ich weiß nicht, ob du die hast schon, aber das war die schnellste Karre. Das hier war nur die zweitschnellste Karre. Braucht ihr kein Navi mehr? Ich dachte, ihr kennt die Schnitte. Genug gefahren heute, ja? Luca. Ey, ich sag immer Luca, ne? Ich hab echt zu viel Luca geguckt, ey. Hey, mein Name ist Luca. Ich schwöre, irgendwann will ich so eine scheiß Luca-Pizza. Ich krieg's nicht. Immer wenn ich da hingehe, ist die Luca-Pizza ausverkauft. Jetzt muss es zu Lukas. Ja, Schrott, ich kann erstmal deinen eigenen. Du nimmst dich nicht leicht, Mann. Hä? Einfach. Mach. Nee, ich bring das! Nein, fahr mit der Karre, die ist schneller. Ich bring das mit. Ich steig gleich an. Ich hol mir den Leichenwagen. Die ist schneller. Da ist noch ein Sarg drin von irgendjemandem. Mir doch egal. Echt, ey. Das Spiel ist voll gegen Christen, ey. Pass auf, aus dem Weg! Weißt du, wo lang? Und du hättest ja eigentlich nur vor die Tür fahren brauchen. Du hättest ja gar nicht reinfahren müssen, aber egal. Links. Das ist der Ausweg. Da oben rechts. Und wer links, und wer links. Dann bist du bei Luke. Brücke geht hoch, gib Vollgas. Die ist oben.
Da waren sie noch nicht rum. Weil das ist denen nämlich die Bullen. Thompson, nimm die Thompson. Da kannst du gar nicht in ein Auto. Ein Auto kannst du nicht nehmen. Da kannst du nur den Colt nehmen im Auto. Kannst du aus dem Auto rausschießen. Jetzt hast du... Was hab ich denn? Ich hab eine Füße. Und weil hab ich einen gebraucht. Nee? Den Sohn hab ich auch einen. Hopp ich mal für ein. Ich hab die gestern mal vergekillt, der gegnerische. Den Sohn hab ich umgebracht. Morella hab ich umgebracht. Und die Waffe hab ich noch immer nicht mal. So marine Scheiße. Krass! Ich drehe voll in die Leisten durch. Boah, ich bin schon zweimal über diese Schatten gesprungen, links. Zu Lukas weiß ich den nicht. Zu Luca. Mein Name ist Luca. Boah, ich kann nicht aufhören damit, ey. Ach, ich mag den Luca. Ich mag auch den Palute. Ja, ich dachte, dass hier später hier Shitstorm gibt ohne Ende. Ich mag die beiden. Ich hab's bloß nicht verstanden. Ich hab's genau wie der Luca nicht verstanden, ne? Warum die dauernd sagen, irgendwas in den Müll werfen oder so und sagen, hier, das ist Luca, ne? Das hab ich nicht verstanden. Gib Gas, ist grün. Hab ich nie verstanden. Vielleicht kann mir mal jemand erklären. Dann könnt Roland. Ihr mal, links. Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ne? Wenn ihr versteht, warum die Leute bei wenn die so Videos machen und dann sagen, die schmeißen irgendwas im Müll und sagen dann, das sind Luca-Videos. Naja. Aber warum soll Luca stinken? Ich glaube, der schien nicht. Ich glaube, der hat mehr Kohle als ich. Jetzt bist du drüber gefahren. Fahr rüber. Ich glaube nicht, dass Luca stinkt. Habe ich so oft schon gehört, jetzt bei den Videos, ne? Ich glaube, der hat echt mehr Kohle als ich. Der ist ja auch berühmter als ich. Viel berühmter. Ey, mit einem Bang habe ich angefangen, ne? Was? Mit einem Bang habe ich da angefangen. Und jetzt guck mal mein ganzes Auto bei dem Fuhrpark an. Du hast mit dem Taxi angefangen. Ja. Du bist schon zu weit gefahren. Weil ich selber nicht aufgepasst habe. Fahr rechts rein jetzt. Ich lots dich rein. Ich sag, weil ich quasi nicht aufpasse. Hier nochmal rechts. Jetzt! Hier links. Du bist nur eine zu weit gefahren. Nein, eine weiter! Nein! Fahr hier rechts! Aber war doch richtig. Mann, so verwirrt kann man doch gar nicht sein. Pack die Karre jetzt hier irgendwo. Genau. Ich sag, ich pack die rückwärts rein. Aussteigen.
Siehst du, da wechselt er direkt auf die Thompson, weißt du? Ja, ist doch okay. Du hast zu viele Waffen da. Oder? Ich muss irgendwie alles mal suchen. Ist gar nicht da. Der muss da rein. Oh je. Geh mal da raus. Geh mal. Nein, rechts raus. Da sitzt er doch. Da sitzt er, ja. Hey, Tommy. Hi. Hast du heute was für mich? Also, heute ist ein schwerer Tag. Wieso? Ach, weißt du, die Jungs haben hier ein Auto abgeliefert, das in einer Verfolgungsjagd mit den Bullen verwickelt. Ah. Und jetzt muss ich es verdammt schnell loswerden. Warum haben sie es nicht selbst entsorgt? Ja, ach, ich hatte eine Abmachung mit ihnen. Es war ein sicheres Ding. Du bringst zu Saleri. Ja, sie waren ein bisschen angepisst. Muss also haben sie es hier gelassen. Was springt für mich raus? Ein wunderschöner deutscher Sportwagen. Das ist das Risiko wert. Bin dabei. Was soll ich machen? Ganz einfach. Fahr das Auto zu den Klippen am Stadtrand und versenk es im Meer. Cool. Aber wenn dich die Bullen sehen, gibt's Ärger. Die musst du dann abschütteln. Okay. Steig da ein. Darf ich mal? Geil. Ich werd jetzt gesucht. Ich weiß. Du hast jetzt die ganze Zeit die Bullen hinter. Und weißt du, wo du hin musst? Zu der Bonzen. Ja, unten hin. Zu der Bonzen-Siedlung. Da ist einer von der Bonzen-Karre. Okay, fahr jetzt mal hier raus, also rückwärts, da links raus. Die Bullen suchen dich jetzt. Du hast die ganze Zeit die Bullen am Arsch. Vorwärts fahren. Nein, nicht da raus. Da links. Genau, da raus. Genau. Jetzt warte mal. Jetzt rechts raus. Und hier links. Mach Tempomat aus. Weil du bist gelucht. Also links. Warte mal. Okay. Raus. Nein! Wo fährst du hin? Du hast gesagt, immer geradeaus! Mein Gott, ey! Da ist doch keine Strecke! Ist ja irgendwie eine Straße! Genau, hier immer geradeaus! Ja? Genau! Da rechts hoch. Okay, weiter, links, beim Kreisverkehr ist die erste raus. Beim Taxi rechts vorbei, rechts, nein, das ist ja zu spät. Hier, erste raus. Hier, erst. Warte mal, stopp! Nein! Ey, fest!
Mach! Ihr fährt die falsche Richtung. Hier rechts raus. So, erst rechts. Dann musst du wieder los. Ja. Ja, okay. Nach der Kurve, nach der nächsten Kurve rechts raus. Das ist so ein Sandweg gleich, auf der rechten Seite. Da musst du runterfahren. Und da kommen die ja nicht hin. Da kommen sie auch hin. Da, rechts. Langsam jetzt. Bremst! Und steig aus! Steig aus! Knall die Bullen am besten ab! Nee, lass! Hau ab! Keine Bewegung! Jetzt klaust du irgendwo eine Karte. Egal welche. Halt den Bullen gleich ab. Kannst du auch machen. Du brauchst trotzdem eine andere Karre, um die Karre jetzt reinzuschieben. Verstehst du? Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuschauen.